So, wollen wir weitermachen, Leute? Ich spring dann einfach rein in die Partie X-Division gegen Team Valiance. Und da steht es gerade 5 zu 4 für Team Valiance. Und langer Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal einfach auf den Server drauf. Und die Partie läuft auch schon. Und sofort weiter anschnallen, Leute. Es geht weiter los hier. Und ich hoffe mal, dass diese Partie auch spannend wird. Und wieder Mirage wird hier gespielt. Und sofort nehmen wir die Konzentration in die Hand und gucken, was man jetzt hier vorhat. Und Team Valiant bewegt sich erstmal hier Richtung A-Spot. Und da ist auch Spunk, der hier mal mit der Famas reinsprayt in die Smoke. Aber das bringt erstmal nichts. Emi checkt hier alle Positionen ab. Der Spot ist frei. Und dann muss jetzt hier Team X-Division hier an den Retake zugreifen. Ja, nicht so viel Utility vorhanden eigentlich. Wobei doch zwei Molotovs und jede Menge Smokes bei X-Division. Und was hat man jetzt hier vor? Aber man lässt sich da viel Zeit. Ich weiß nicht, da steht To Be Determined. Oder ich kann das nicht aussprechen. Boah, Alex, er erstmal mit einem wichtigen Frag. Ja, der Molotov holt da wieder viel Zeit raus für Team Valiance. Und Eno, er ist jetzt hier erstmal abgesmoked. Und Light kommt auch über City Base. Psycon ist das Südkon. Ja, nur mit einem Light hat sich da auch einen Frag holen können. Und Alex, er zieht gerade den Diffuse durch. Aber nein, Impuls zu Spielverderber. Kann hier den Frag durch die Smoke noch bekommen. Light kann die AWP nicht safen. Und das ist die 6. Runde für Team Valiance. Und ich glaube mal, die würden sich heute mit einem Sieg auf jeden Fall zufriedenstellen. Ne? Also man hat hier gegen Sprout auf DE Train verloren. Und jetzt ist es der Fall, dass man hier gegen X-Division die Runde für sich entscheiden möchte. So, weiter geht's. Oh, Light hat eine gute Position, aber das wird sofort abgezielt. Emi, wichtiger Frag. In der Zwischenzeit hat man jetzt hier auch kurz ausgeschlossen bei X-Division. Und da kommt auch Patrick. Schöner Frag, aber eben kurz mit dem Spray-Control holt hier Alex und Patrick aus der Partie. Hunter gönnt sich auch mal den Frag auf sein Scoreboard. Und nach der Runde, jetzt genau, gucken wir auch mal auf den Scoreboard. 14-7-7-3-6 hier bei Team Valiance. Sieht ganz gut aus. Ja, die erste Pistol-Round hat man hier bei Team Valiance für sich entscheiden können, Leute. Das sehen wir hier gerade. Und danach hat es leider nicht geklappt, dass hier X-Division mit den Anti-Ecos oder sonstiges hier zurückgekommen ist. Dann hat man draufgelegt und jetzt ist es so der Fall, dass Valiance wieder die Konzentration gefunden hat. Und bisschen X-Division wieder ärgert. So. Light an der AWP wieder, der Doppel-AWP-Setup, Alex R über B wieder. Und er spielt auch Apps diesmal ganz aggressiv. Aber Hunter kommt jetzt hier über Underground richtig schnell rausgeschossen und findet den ersten Frag. Und Psycon kann da nichts machen. Und das zieht sich auch Hunter wieder zurück. Ja, stark, dass der durch so einen kleinen Gap auch noch Psycon finden kann. Ich hoffe, die Namen sage ich auch richtig. Ist ja auch ein neues Team X-Division. Man hat bislang hier nur 4 Partien absolviert. Ein Spiel verloren. Auf 16-8 gegen Sprint. Das war auch, glaube ich, auf Mirage. Ich weiß es nicht. Neues Team, wie gesagt. Strunk holt sich in der Zwischenzeit den Frag. Aber warten mal, wir gehen kurz auf den Spot hier, weil 55 Sekunden. Jetzt hat sich hier Team Valiance bemerkbar gemacht. Aber Strunk geht wieder in den Duell und gewinnt es diesmal nicht. Und Letny nur noch mit 14 HP. Light versteckt sich in den Smoke, aber Letny hält einfach mal hin. Wer macht denn bitte sowas? Oh mein Gott. Light hat da auf jeden Fall wirklich schlechte Laune bekommen. Das ist schon mal klar. Alex, er und Patrick ziehen sich zurück. Und der Diffuse wird hier diesmal nicht versucht, sondern die Runde geht an Team Valiance. Und wie erwähnt, also da ist X-Division hat bis dann hier 4 Partien gespielt. Da war man bei Gamden Premier unterwegs. Ja, da hat man 2 Spiele verloren. Einmal 16-9 gegen Vega, 16-19 gegen Vega in der Overtime. Einmal gegen Paufki 16-12 verloren. Und dann gegen Myself hat man hier 16-7 gewonnen gehabt gegen das französische Team. Also nur 4 Spiele bislang gehabt. Also ein neues Team, ein neues deutsches Team, was ich hier in der ESEA Mountain Death League auf jeden Fall präsentieren möchte. Und wir freuen uns und wir hoffen und wir drücken auch die Daumen und sagen mal weiterhin, dass das hier eine spannende Partie sein soll. Jetzt kauft hier die X-Division rein. Ja, Famas Utility ist gut vorhanden. Und da muss man jetzt hier auch diese Executes von Team Valiance etwas sich einfallen lassen. Oh, und Valiance spielt gerne mal Mirage. Also das ist schon mal klar.
Dann hat man auch bei der Dreamhack Open Close Qualifier für Valencia gesehen gehabt, dass die Mirage wirklich sehr gut spielen können. So, Light wieder an der AWP. Er braucht jetzt hier mindestens zwei Frags. Der erste ist das. Schöner Frag. Flasht sich erstmal raus. Aber in der Zwischenzeit kommt der Molotow ganz tief geflogen von Impuls. Man hat jetzt hier sozusagen fast hier die A-Spot-Kontrolle. Aber nur fast. Und Light zieht sich wieder zurück. Die Flays bzw. die Utilities werden sehr gut geworfen. Hier in der Smoke befindet sich schon mal Letney, der hier nichts ausrichten kann. Und jetzt ist Amy und Lenny da. Der Sprayo, der könnte nochmal Lenny aus der Partie holen. Aber Saiken findet nur Amy hier. Aimt jetzt hier erstmal Richtung Palast. Aber die nächste Smoke von Team Alliance ist da. Und der Spray Control, der sitzt erstmal. Nicht nur ein bisschen Schaden verteilt. 5 gegen 3 Situation. Kann man diesen Retake gewinnen? Aber nein. Veno mit dem ersten Frick jetzt hier. Und jetzt ist hier Lenny. Nein. Impuls dazwischen über Get Right. Kann hier auf jeden Fall Patrick aus der Partie holen. Impuls. Und dann ist es nur noch Veno. Eno. Der hier allein gegen 3 die Runde gar nicht mehr angeht. Ja, zieht sich zurück, Safety-Waffe, schöner Retake. Und wichtig auch, dass man diese Runde jetzt hier für X-Division holen könnte. Eine 8-7-Situation in der ersten Hälfte würde richtig gut tun. Und ja, also gute Information auch hier. Von Herr Tobi. Die Grüße gehen auch natürlich an ihn raus. Und nur noch 2 Runden in der ersten Hälfte auf DE. Ach, ich sage immer DE Mirage. Man, ich habe mich so dran gewöhnt. Aber ich muss Mirage sagen. Ne? Das hört sich besser an. So, Mirage. Auf geht's. So, noch 2 Runden hier. Light wieder an der AWP. Money Management sieht ganz gut aus hier bei Team Valiance. Also wird nicht so ein Problem sein, wenn man diese Runde verlieren sollte, dass man nächste Runde nicht kaufen kann. Im Gegenteil, da gibt es wieder schön die AKs und das ganze Utility. Aber jetzt gerade lässt man sich extrem viel Zeit. Also so viel Respekt gesammelt von diesem Retake, was X-Division für sich hier was X-Division gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass Impuls sich auch mal langsam Richtung A-Spot bewegt. Aber im Underground schimmelt noch einer und das ist Hunter. Ja. Der wird hier für den Backstep verantwortlich sein. Und jetzt kommen die Smokes hier Richtung A-Spot. Also bislang hat, seitdem wir reingeschaltet haben, hat Team Valiance hier nur den A-Spot angespielt. Also man hat anscheinend viele Runden hier auf den A-Spot für sich entscheiden können. Und Light, oh komm, der Frag, der wäre so wichtig. Trifft ihn aber nicht. Jetzt ist man hier schon raus bei Team Valiance und die Flash Richtung Jungle holt nochmal viel Zeit raus. Aber Light wurde erstmal gar nicht abgesmokt. Wieso nicht? Da ist aber keine Smoke mehr vorhanden. Und die Plant, der geht nicht durch. Das ist sehr gut. Alex, er findet in der Zwischenzeit auch auf dem Spot einen. Und der Unhit von Impuls riecht gegen Sykon und nur noch Impuls, der macht da noch einen richtig aggressiv vor dem Spotlight, kommt hier immer mehr gut in die Partie, Light mit dem nächsten, was für ein Flick da von ihm an Amy, nur noch Impuls mit 64 HP und Alex, er sagt, ich will dich, ich krieg dich, 6:8, X-Division kommt hier wieder zurück und könnte die 7. Runde auch nochmal für sich entscheiden, aber da wie gesagt, da kann Team Valiance wieder reinkaufen und könnte jetzt hier nochmal für den Überraschungseffekt, beziehungsweise für die 9. Runde ja, etwas reinbringen, ja. Die AWP wieder bei Impuls. Bin mal gespannt, ob man jetzt wieder den A-Spot anspielen wird. Also das ist ganz interessant. Seitdem wir eingeschaltet haben, wird man, also spielt man nur den A-Spot an. Was Saiken, Saiken, ja, sorry. Saiken, gute Position. Er sucht die Formation. Nice, schöner Frank. Und kann sich nochmal wieder zurückziehen durch die Smoke. Hat hier Valiance keine Information. Und jetzt sollte man diesen First Kill auf sich einwirken lassen. Ja, ganz schön jetzt hier. Alex, er hat auch aggressiv hier B-Apps unter Kontrolle. Zu zweit steht man hier schon vor A bereit. Und mehr braucht man bislang hier bei X-Division nicht. Jetzt sollte man einfach Valiance spielen lassen. Die Mittelkontrolle hat man bei Team Valiance. Dagegen kann man jetzt einfach nichts tun. Und jetzt hat sich auch hier Hunter ein bisschen bemerkbar gemacht über Connector. Boah, aber Eno, was für ein Flick da. Ja, zieht rum, holt hier Skrunk aus der Partie. Und jetzt steht hier aber Saiken ganz groß bereit nach dem nächsten Frag. Wichtig, ganz schön für ihn, so einen einfachen Frag zu bekommen. Schön von Alex. Ja, boah, da läuft der ins Crosshair rein. Und der Plant, der geht erstmal durch. Aber Alex, er zieht genau im richtigen Moment. Richtig gut erahnt. Und Hunter soll hier nochmal für Ärger sorgen für Team Valiance. Aber das wird hier nicht mehr klappen. Light lässt sich diesem Frag nicht entgehen. 7:8 für Team Valiance. Jawohl, also die erste Hälfte. Auch wie zwischen Alternate Attacks und Team Ginguin.
endet mit 8-7 und da darf jetzt X-Division auf der T-Seite mal erstmal sein Können als Team unter Beweis stellen. Ich bin mal gespannt, was für Executes wir sehen werden, wie man die erste Piste Go, also Pistol Stat hier spielen wird. Sollte es vielleicht sein, dass man instant mit der Brechstange auf den B-Spot geht oder eher so lieber so solide einfach mit dem Standardaufbau die Zeit auf sich einwirken lässt und dann einen späteren Execute. Wobei ich das jetzt hier auf den also bei den ersten Pistol Goes ja nicht so vorziehe, dass man hier sich wirklich sehr viel Zeit lässt. Der Überraschungseffekt ist wichtig bei den Pistols und dass man mit den Glocks einfach ganz close ist und die Long Rages vermeidet einfach sozusagen gegen die USP, weil ich sag mal so, okay, viele Glock-Spieler treffen auch in der Long Range, ja, aber das liegt dann daran, dass der USP-Spieler einfach in diesem Moment, ja, einen schlechteren Timing hat oder einfach das Aiming nachlässt. Und wenn du mit der USP wirklich sehr gut immer tappen kannst, hat die Glock nie eine Chance, ja. Wobei die Glock auch eine richtig geile Waffe geworden ist mittlerweile durch den ganzen Updates. Aber, ja, Long Range, USP, no. Close Range, Glock, yeah. Mitnehmen, ja. Da will man sich jetzt noch ein bisschen Zeit lassen hier. Und ja, also über beiden Teams habe ich jetzt ja ein bisschen erzählt, Leute. X-Division, ja, ein neues Team. Auch wie im Chat geschrieben hier, dass man hier gerade eine Organisation sucht, die diese Spieler hier in diesen Wegen einfach begleitet sozusagen. Und ich hoffe, in Kürze entwickelt sich auch sowas, weil da sind wirklich sehr gute Namen dabei, die ich auch kenne, die ich auch, deren CS ich auch mag. Alex R., ihn kenne ich, da sagt mir aus Light etwas. Und bei Team Alliance, ja, haben gerade gegen Sport verloren, wo sie um 17 Uhr angetreten haben. Und stehen ist eigentlich nicht so gut in der Mountain Death League, das serbische Team. Und die möchten hier auch jetzt mal diese Partie für sich entscheiden. Und die hatten auch gerade noch eine Partie gehabt, glaube ich. Also die spielen heute drei Spiele auf jeden Fall. Und das ist schon ganz schwierig und ganz hart, muss ich sagen. Ja. Und wobei einerseits ist es okay. Also ja, man redet nicht so viel. Man ist eher mehr konzentriert. Aber das ist halt auch so eine Sache, dass ja doch, ich wollte das jetzt hier mit Carsten vergleichen, aber hat ja gar nichts damit zu tun. Es ist schon schwierig, weil die Konzentration in jedem Spiel so on point zu bringen, ist schon schwierig. Und dass es viele Spieler auch tun, da haben sie meinen Respekt. Aber endlich lassen die mich hier nicht mehr so weiterreden. Und wir machen hier weiter jetzt mit der zweiten Hälfte. So, auf geht's, Leute. Die zweite Hälfte fängt jetzt an wieder zwischen Team Alliance und X-Division in der ASEAN Mountain Death League. Das heute letzte Partie von unserer Seite aus. Und in der Zwischenzeit bereitet man sich hier für den Execute auf den A-Spot vor bei X-Division. Ja, der Standard, die Standard-Smokes und Veno. Eno zieht sich wieder zurück. Und Eno kann da keinen Frag erstmal ziehen. Und jetzt hat man den Spot hier eingenommen. Und X-Division geht komplett Richtung CTB durch. Aber Patrick darf da jetzt nicht fallen. Hat 63 Spiel mit 69. Ist auch Psyken dabei. Und jetzt ist man hier Richtung CTB ist komplett Durchgang, aber die Fläche ist gut, aber das reicht nicht. Light mit dem 3K und Alexia krallt auch nochmal einen Frag, nur noch Hunter über Jungle, aber was war das denn bitte für eine Runde? Und Light tappt auch nochmal Hunter weg. Ausgleichsrunde für X-Division, das hat richtig, richtig gut getan. Ja, in die erste Pistol-Round hat man in der ersten Hälfte verloren gehabt und jetzt macht man es alles wieder gut in der zweiten Hälfte und so kann es weitergehen. So. Forceby gerade hier bei X-Division und Eno. Ne, ich meine bei Alliance, Entschuldigung. Ja, Alex R. mit dem nächsten Tap hier an Impuls. Der Spot wird sofort angespielt. Ganz stark, aber das gefällt mir gerade extrem, dass X-Division hier richtig schnell spielt. Also von Beginn an möchte man auf der T-Side hier so ein Zeichen setzen an Team Alliance, die jetzt hier extreme Schwierigkeiten haben, in die Partie reinzukommen. Da hat man jetzt hier zwar zwei CZs noch am Start, aber da wird man damit nichts mehr anrichten können. Man zieht sich zurück und das wird auch der Safe sein. Jawohl, die neunte Runde für X-Division. Man geht zum ersten. Ne, Entschuldigung, das wäre falsch. Man geht jetzt wieder in Führung, weil in der ersten Hälfte hatte man hier vier Runden. Oh, die ist schon weg. Für sich entscheiden können. Oh, endlich geht hier auch
ja, meine Karte und kann auch die Partie jetzt so einerseits schöner gestalten, ja. So, 9. Runde für X-Division. Ich bin mal gespannt, ob das auch natürlich in der ersten Waffenrunde auch so der Fall sein wird, dass man etwas schnell spielt. Jetzt hat man noch 2 CZs gesaved bei Team Valiance, die wirklich immer noch gefährlich sein können. Was hat der Ingame Leader jetzt vor hier bei X-Division? So, wieder mit den Smokes hier. Man hat hier erstmal Stairs abgesmoked, die tiefe Flash. Oh, die Flash ist gut, weil der City-Base-Spieler hier auf jeden Fall blind ist. Oh, und Alex R. hat Informationen, aber findet den Frag nicht. Und Impuls ist bekannt, aber Alex R. Erstmal Schwierigkeit mit dem Spray-Control, aber der Spot wurde wieder eingespielt. Beziehungsweise auch eingenommen. Und da ist Alex R., der kriegt einen Tap-Up mit der CZ von Emi, war es, glaube ich. Hunter findet nochmal Skrunk, der Richtung Firebox durchgepusht ist. Nur noch Hunter mit der CZ und 3 HP bei Alex R. Er darf sich jetzt hier nicht zeigen und das versucht er auch zumindest. Aber das ist doch gerade ganz ungünstig für Light. Also er muss jetzt cross stehen, weil die Bombe ist nicht für ihn gelegt. Hunter sneakt sich langsam hier vor und wird auch Schwierigkeiten haben, diesen Frag zu machen. Wollte ich sagen, aber in der Zwischenzeit piekt er da die AK. Wieso hat der denn diesen automatischen Peak angehabt? Also habt ihr das auch gesehen? Er hatte diesen automatischen Peak, dass sich die Waffe auf einmal in seine Hand begab und dass er sofort die CZ weg hatte. Vielleicht hätte er beim Rumziehen vielleicht auch nochmal Alex R. bekommen, weil er hatte nur 3 HP, aber das ist Alex R. in dieser Situation völlig egal. 10. Runde X-Division. Jetzt hat man die erste Waffenrunde bei Team Valiance. Ich bin gespannt. Wieder ist man vor A. Also geht's hier wieder Richtung A-Spot. Aggressiv. Wir gucken auch hier gerade mit 3 Mann deckt man hier gerade A ab. Und ja, Light hier für die sozusagen, ja, Backstep-Rolle mit der AWP kann man auf jeden Fall machen. Da zieht er ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich. Wobei sich sein Team hier auf den Argo vorbereitet. Ja, die Smoke kommt auch Richtung kurz. Ah, da ist man sich jetzt ganz unsicher bei X-Division. Also man hat gehofft, dass Light hier in der Mitte den einen oder anderen Frag ziehen kann. Aber Lightning ist ganz close. Und Lightning, oh, ganz bitter für Lightning. Ah, jetzt hat er nicht so viele Informationen gesammelt. Er hat einen an der Rampe gesehen, was selbstverständlich ist, dass immer einer an der Rampe ist. Lightning zieht sich jetzt hier erstmal zurück. Light guckt immer noch Richtung Mitte. Bislang kein Frag. Noch viel Zeit eigentlich, aber X-Division möchte nicht mehr warten. Die Flashs, die kommen nochmal ganz close hier an der Rampe abgeflasht. Und jetzt heißt es raus hier. So, jetzt nimmt man die Brechstange in die Hand. Und es soll hier der A-Spot sein. Lightning kann jetzt hier reagieren. Und die Flash ist ganz gut von seinem Teammate. Aber Lightning hat die Information. Aber er kann den Frick nicht machen. Patrick gönnt sich hier diesen Frick. Aber Eno wurde durch die Smoke gesehen. Und Alex, er bricht den Plant ab. Und das ist Patrick. Was für ein Tap von ihm. Ich bitte dich. Und da ist nochmal Cycle. Holt den nächsten. 4 gegen 2 Situation. Valiance zieht sich zurück und X-Division macht hier wieder auf dem A-Spot alles, aber alles richtig. Geiler Klick da aber von Patrick. Er schießt nochmal einfach an, damit die AWP diesen Schuss vermasselt. Und dann zieht er rum und macht seinen Frag 11 zu 8 für X-Division. Also Alex, er kann nicht verstehen. Er hat hier Eno gesehen, dass er durch die Smoke pushen wollte. Und das machst du dann nicht, dass du da den Plant noch durchziehst. Da brauchst du extrem viele Eier. Weil es war schon zu sehen, dass einfach Eno wieder durch die Smoke kommen wird. Hat es nicht getan, aber am Ende ist es doch gut gelaufen für X-Division. Ja. Nur einen hat man verloren und die Waffen bringt man wieder rein. Economy sammelt sich sehr, sehr gut auf hier. Und so kann es weitergehen. Und natürlich, Leute, ihr könnt auch alles auf der 99Damage-Seite verfolgen, ja. Ihr könnt reingucken, wer ist wo, also was wird gerade gespielt, was für einen Platz hat dieses Team gerade, welche Division wird, welche Liga, welche Division, alles könnt ihr alles einfach da mitverfolgen. Ihr könnt auch alle in unsere anderen Streams reinschalten. Ich weiß nicht, ob noch die Starladder läuft, da ist noch die Starladder unterwegs, da ist auch später, jetzt gleich wird Etex gegen Euronics Gaming hier von unseren lieben Marvin gecastet, ja. Da könnt ihr auch alle gerne reinschalten. Aber jetzt ist hier wieder X-Division mit dem Standardaufbau unterwegs. Ja, zu dritt hat man jetzt hier die Mütze eingenommen. Das ist auch selbstverständlich. Alex R. kommt über den Underground, möchte hier den Connector anspielen. Und Schrank macht hier einfach gar nichts. Ja, wartet auf sein Momentum und kann dann reagieren. Und in der Zwischenzeit ist es so, oh, schöne Flash von Light. Gefällt mir. Ja. Die sollte für Connector dienen.
Sieht man auch, Amy war kurz geblendet. Und jetzt ist Alex ja im Window drin und das ist zu einfach. Patrick findet auch hier einen, und zwar Amy im Connector. Alex, er zieht sofort hier Richtung B und Impuls hat die Information und Impuls kann aber nicht mehr reagieren. Stark von Alex her, was für eine Eröffnung von ihm. Und Light, boah komm, gib mir den Notescope. Nein, er findet hier leider nicht Hunter im Leather Room. Hunter zieht rum, Hunter könnte nochmal gefährlich werden, aber stark von Cycon da zu reagieren. Lady pusht durch die Smoke, versucht den Überraschungseffekt, aber geht nicht. Alex ja mit 3K pusht nochmal sein Scoreboard hier auf 12 zu 8. Also ich glaube, seitdem wir reingeschaltet haben, hat hier auf jeden Fall X-Division ein bisschen Kraft bekommen, ja? Ein bisschen Power bekommen und ich würde mich auch freuen, wenn diese Kraft auch von euch hier im Chat weiter an das Team fließen würde, Leute. Auf geht's jetzt hier. The Lines wieder mit der Waffenrunde. Zwei Doppel-AWPs jetzt hier. Zwei Doppel-AWPs, ergibt Sinn. Genau, Doppel-AWP-Setup, ihr wisst, was ich meine. Und die Mitte hat sich X-Division sofort gekrallt sogar. Connector geht ganz schnell, da ist der Frag, aber Eno, nein, Impuls, über kurz, wichtig, Impuls, wieder mit dem Frag und Eno findet einen, aber nur noch Skrunk, die Bombe ist eigentlich günstig für ihn, down, 4 gegen 1 Situation, wenn er diesen Klatsch macht, wird das so geil sein, das wird so lange besprochen, aber das klappt leider nicht, weil Letny, ja, richtig gut rumzieht hier, 9. Runde für Lines, die Waffenrunde, die geht gut auf, da kann man jetzt hier wieder bisschen das Economy aufpushen. Ja, die Economy aufpushen. So. Aber bei X-Division ist die Economy langsam auch broke. Ja, da sieht man 1-9 zwar. 1-9, 2-5, 2 und 3-2. Aber Patrick bräuchte nächste Runde einen Drop. Oder er entscheidet sich für die Mac-10 und macht hier etwas Schnelles. Und Light hat jetzt hier den Spawn für sich ausgenutzt. Also ganz gut, ja. Entscheidet sich hier für den B-Spot. Die Flash ist gut. Da muss sich Light leider zurückziehen. Und in der Zwischenzeit wartet man hier bei X-Division genau ab. Ein Standardaufbau. Es ist auch wichtig, dass du jetzt als City genau diesen Gefühl bekommst, dass es hier vielleicht ein Standardaufbau ist, dass du gewisse Räume ausschließt, ja? Dass du vielleicht schon Rampe vorne bist und hier für den Überraschungseffekt sorgst. Das macht man gerade nicht. Über Underground möchte Alex R. sich auch vorarbeiten. Man möchte verzögert die Mitte einnehmen, gerade bei X-Division. Und das macht man auch. Und das hätte Team Valiant diese Lücke für sich ausnutzen können. Das hat man bislang nicht gemacht. Und jetzt ist hier wieder X-Division am Arbeiten. Und das könnte für Team Valiant schwierig sein, wenn man sich für den A- oder B-Spot entscheidet. Im Moment versucht hier gerade X-Division einen der beiden Raums, zwar Connector, Window oder also Connector oder kurz einzunehmen, denn es soll hier der gewisse Split ausgespielt werden. Das ist schon mal klar. So, Hunter über kurz wurde gespottet. Ganz guter Boost. Ja, den macht man gerne und den sollte man auch auf Mirage machen. Und jetzt wird das natürlich ein Tick zu viel und für Eno ein leichter Frag, aber das musst du riskieren, nachdem du diesen Frag hast. Und Amy ist jetzt in der Smoke und ich hoffe, da geht man jetzt mit einer Flash vor. Skrunk wurde jetzt gehört, aber Amy kann ausweichen und Amy macht hier sein 2K nicht. Cycon zieht sich nochmal zurück, 9 HP, hält nochmal hin. Cycon holt das Duell. Wie gut ist das denn gespielt? Patrick ist jetzt auf dem Spot, könnte Eno hier aus der Partie holen. Hat die AWP gesehen, die Spitze. Und Patrick mit dem nächsten, nein, Impuls sofort mit der Gegenantwort. Die Bombe wurde zwar gelegt und jetzt ist hier eine 2 gegen 2 Situation. Lenny über kurz und Light muss hier sehr gut arbeiten. Die Schüsse müssen sitzen, weil hier nur noch Cycon mit 9 HP überlebt. Und was hat man jetzt hier vor? Lenny über kurz und Impuls über Kitchen, Light geht langsam vor, er darf jetzt hier nichts überstürzen. Oh mein Gott, die Flash ist so gut. Light kann sich nicht bewegen. Nur noch Cycon mit 9 HP. Ich glaube ihm das, dass er das auch klatschen könnte. Aber nein, Litney kommt von hinten und spielt hier den. Macht hier wieder den Spielverderber. Ja, zweimal Litney in den letzten beiden Runden. Aber trotz alldem, richtig gute Runde von Cycon, dass der auch durch so wenig HP-Anzahl zwei schwierige Frags für sich holen kann. Ja, das muss man sagen. Ja, in Apps war es schwierig und dann noch hier gegen Impuls. Worldplay. Wieder. Kann man hier natürlich reinkaufen und Patrick hat nicht die Mac-10 gekauft, sondern die UMP, aber er hat genau das gemacht, was ich mir schon gedacht habe. Und ja, jetzt der Standardaufbau hier. Wieder bei X-Division. Nee, Entschuldigung, das war falsch. Es geht hier wieder mit dem A-Spot, weil man viele Runden hier auf dem A-Spot geholt hat. Sogar die erste Waffenrunde, aber Letny ganz close. Die City-Smoke hat gefehlt, das sieht man. Und das wird X-Division jetzt ärgern. Und das macht jetzt Light. Der smokt erstmal hier City ab. In der Zwischenzeit Cycon mit dem Fake-Plant. Aber Cycon hat das nicht erwartet. Wieso sind da diese Smokes nicht da?
Alex R. geht da in die Smoke rein, findet einen, switcht zu der AWP rüber und möchte jetzt nochmal hier ein bisschen Schaden an die Runde bringen. Aber nein, da kommt auch Lenny um die Ecke. Eno holt die auch Alex. Boah, und Reliance dreht hier langsam sicher auf. Das spürt man. Die Eco jetzt hier für X-Division. Und da habe ich, boah, genau wo ich es sagen wollte. Wichtig. Ganz gut, dass man diese Pause jetzt gecallt hat. Aber warum fehlen da diese CT und Stairsmoke? Das darf nicht passieren. Bei einem A-Execute ist es wichtig, dass du Stairs und CT absmokst, weil so kann es passieren, dass du gewisse, ja, Duelle einfach verlierst, die einfach wichtig sind. Ja, da ist Alex eher durchgepusht. Psyken den Plant einmal angefaked. Aber dann kommt einfach Impuls durch Stairs geschossen und krallt sich da diesen Frag. Und dann heißt es, das hat nichts gebracht, ja. Deswegen, ich habe jetzt auch nicht ganz gut darauf geachtet, ob das Utility jetzt von X-Division, ob man da wirklich nur 3 Smokes hatte. Naja, unlucky. Ganz, ganz unlucky. So, jetzt wird die Pause, da gibt es auf jeden Fall Gesprächsstoff, weil jetzt hat X-Division ein bisschen nachgelassen. Und da gibt es auf jeden Fall Gesprächsstoff. Vielleicht überlegt man sich gerade. Ja, was soll man in der Piste, was soll man jetzt in dieser Eco machen? Kein Kevlar gekauft, nur Pistols gekauft und da sieht man nur eine Smoke bei Skrunk. Ah, okay, das ist der berühmte Palast raus, Bombe plant und easy Geld holen. Ja, das geht auf jeden Fall gut auf. Das machen wir ja, das machen gerne viele Teams. Ich finde diesen Strat wirklich wunderbar, ne? Also auf Mirage hast du das, aber das weiß doch, ne? Lately weiß das auch, die Pros wissen das. Jetzt fehlt da eine City Smoke, Patrick wird durchpushen, aber das kannst du jetzt gegen die AK nicht standhalten. Aber trotz all dem Worldplay, also erste Sahne, ich will dafür klatschen, dass dieser Plant hier durchgeht. Da hätte Letney wirklich reagieren müssen. Zu viel Respekt gehabt, dass er diesen Duell da einfach verlieren könnte. Ja, aber der Plant geht durch, X-Division pusht hier dein Scoreboard auf. Da hat man noch nicht gar nichts reingekauft, nur ein paar Pistols, da sieht man noch. Boah, 7-1, 6-5, 6-2. Ja, jetzt sollte man wieder hier wirklich aufdrehen und ich muss sagen, beide Teams wirklich vom gleichen Holz geschnitten. Ja, das könnte hier auch wieder vielleicht ein Overtime geben und dann wäre ich heute der Overtime-Typ. Auf jeden Fall, ne? Attacks mit 2 Overtimes, boah. So, 1,40, ja, ganz am Anfang der Runde möchte sich hier X-Division, man bereitet sich jetzt für den Argo vor, also ich weiß nicht, es ist auch ganz machbar, dass man hier eine zweite Welle ausspielen kann, also es ist wirklich gut, dass man vielleicht mal den Argo macht, dann verzögert den B-Go macht mit den Smokes, dass man einen vor A schickt, der mal ein bisschen an der Rampe ein bisschen Randale macht, dann dass der Rampenspieler wieder zurückkommt, dass der B-Spieler vor B ein bisschen Randale macht, dass man sich wieder zurückzieht und dann ein A-Execute wieder mit den Smokes macht, wieder einen rausschickt, aber dann B rausgeht. Ja, das ist dann doppelfähig, aber Skrunk sagt, rede nicht zu viel, er holt sich hier den Frag, es geht hier Richtung A-Spot raus, in der Zwischenzeit ist noch die Bombe vor B. Man möchte hier immer noch den Fake anspielen, aber die B-Spieler rotieren einfach nicht. Das ist so krass, was Team Reliance gerade macht. Und der Molotov holt noch mal ein bisschen Zeit raus. Ich finde, dass die B-Spieler sich einfach jetzt zurückziehen sollten, weil komplett hat man hier den A-Spot geholt, weil Patrick auch noch einen im Connector findet. Und jetzt ist man hier komplett durchgegangen, Richtung Jungle. Und, boah, geiler Fixpunkt, Leute. Was für eine Flash von Eno. Aber da weicht man die Flash sehr gut aus. Und Psyken, ja, kann sofort den Refrag hier holen. Ja, der Plant geht durch hier. Guter offensiver Plant. Und ich glaube, dass hier Team Valiance die Waffen safen wird. Wobei Amy jetzt hier wieder über Mitte kommt. Aber Hunter auch. Ja, über City Base meine ich, Entschuldigung. Und Hunter kommt hier über T-Spawn. Aber er checkt nochmal B-Apps ab. Er erwartet einen da und da findet er auch Alex. Aber Alex, er gewinnt das Duell hier ganz stark. Nur noch Emi, der geht hier zum Safe. Krallt sich davor nochmal Psyken aus der Partie. Und das ist die 13. Runde für X-Division. Was bedeutet dann Biazet? Was ist das? Bizet. Warum ist Caster Bizet? Biazet, best. Stefan, grüß dich, mein Bester. Danke.
Ja, Lukas, das war eine geile Flash, das muss ich sagen. Ja. Also, kleine Schlagabtausche in solchen Momenten nehme ich auch gerne für den Chat auf. Und ich freue mich, dass ihr alle da fleißig mitmacht, Leute. Und jetzt ist X-Division dabei, fleißig diese Runde vielleicht für sich zu entscheiden, denn das wäre so wichtig. Wobei, Money Management sieht sehr gut aus bei Team Alliance. Also, ich sehe gerade 2-2. Ja, nur noch Psyche mit 200. 50 bei Impuls nur. Also nächste Runde würde man vielleicht wieder reinkaufen bei Team Alliance. Ja? Da könnte Impuls sich mit einer CZ befriedigen. Aber davor muss einfach X-Division diese Runde für sich holen. Also wichtig, dass man jetzt hier wieder die Mitte einnimmt. Wobei die Executes auf den Spot sehr gut gelaufen sind bei X-Division, das muss ich sagen. Und das ist auch ganz bisschen einfach gespielt von Team Alliance, dass man die Mitte-Kontrolle hier abgibt. Du hast zwei AWPs. Ist okay, dass du immer einen auf VB abstellt und eine mal an City Base, aber das ist wichtig, dass auch die AWP mal im Window agiert, dass die AWP mal auch, wie Stefan bei Attex auf der City Side, dass er mal vor A, vor B, vor City Base war. Ja, und das ist hier nicht der Fall. Aber jetzt kommt hier erstmal der Boost von Hunter und der ist gut und der ist sehr entscheidend mit diesem Frag. Und jetzt spielt man hier aggressiv bei Team Alliance. Da hat man sich jetzt viel Zeit gelassen, erstmal abgewartet, vielleicht für, auf einen schnellen Execute von X-Division. Der kam aber nicht. Jetzt ist der Frag erstmal da, den First Kill kann man sich schön einwirken lassen. Und da zieht sich auch X-Division gerade zurück. Ja, jetzt nimmt man den langen Weg hier. Es soll hier Richtung A-Spot gehen. In der Zwischenzeit hat hier Patrick schon Connector so gut eingenommen. Und das ist wichtig. Jetzt dürfen die Smokes nicht falsch legen bei X-Division. Beziehungsweise eine City, zwei Smokes Richtung Stairs und Jungle sollten da sein. Und Patrick macht das ganz richtig. Er zeigt sich einfach nicht. Er wartet, dass sein Teammates arbeiten, aber nur noch 20 Sekunden. Und genau jetzt reagiert auch Patrick, weil die Zeit langsam eng wird. Und Patrick hat jetzt hier Jungle eingenommen. Die Flash ist ganz gut, aber Eno gewinnt hier den zweiten. Jetzt reagiert Light. Letney holt hier Skrunk aus dem Palast raus. Und nur noch Light, der mit 10 Sekunden hier den Blenden leider nicht mehr bekommt. Ausgleichsrunde von Team Alliance. Ja. Ja. Ganz schade. So. Was hat man jetzt hier vor? Man hat jetzt hier bei X-Division reingekauft und, oh Mann, das könnte richtig bitter sein, Leute. Leighton gewinnt das Duell gegen Light sogar. Er hat versucht, hier eine schnelle Eröffnung zu finden, weil jetzt ist es ganz bitter, weil wenn jetzt hier Team Alliance die 14. Runde holt, ist erstmal X-Division in einer Eco, ja, und wenn man vielleicht die Eco nicht bekommt, ist Team Alliance mit einem Matchpoint unterwegs. Das heißt, dass du dann wirklich alle beiden Waffenrunden für dich entscheiden musst. Boah, knifflige Runde. Eieieiei. Also was hat X-Division vor jetzt hier? Die AWP, die hat jetzt hier nicht das gemacht, was man sich vorgestellt hat. Patrick zieht zu einfach rum. Da Hunter mit der Eröffnung, mit dem zweiten, Entschuldigung. Und Alex eher mit dem Refrag dort. Zwar aber 4 gegen 3 Situation. Obwohl immer noch viel Möglichkeit vorhanden ist. Und Impuls zieht sich zurück, aber was für ein Timelag, aber Impuls, wieso was, wieso macht man sowas, dass denn, was man mit der AWP sich so zurückzieht und nicht die Pistole in der Hand nimmt, aber das ist jetzt gerade Alex eher egal gewesen, beziehungsweise Skrunk war es mit dem Frag, jetzt ist man auf den A-Spot gelangt und da geht auch, ja, der Plant ist jetzt gelungen und jetzt hat Skrunk hier mit der AWP alles unter Kontrolle, aber von hinten kommt Eno, der hier über Rampe, aber das sollte Skrunk jetzt hier vielleicht erahnen. Nein, er guckt hier erstmal nicht nach hinten. Boah, ich habe schon gedacht, der schießt seinen eigenen Teammate an. Aber was für ein Crossfire. Was für ein Crossfire. Saiken guckt hier Richtung Rampe und Skrunk guckt hier Richtung Citybase. Aber Saiken holt hier den Citybase. No Scope von Skrunk. Du willst mich doch verarschen. Ist das die Runde von X-Division? Ich glaube schon, weil die Zeit ist nicht mehr da. Da zieht sich auch Emi zurück. Das ist doch einfach richtig geil. Was für ein Crossfire-Placement von X-Division einfach. Von Skrunk und Saiken einfach erste Sahne. Ehrlich, Worldplay, 14. Runde, sowas von verdient, dass man das hier für sich holt. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt ist Team Alliance einfach in der, ja, man ist in der Zwickmühle. Jawohl, man kauft jetzt hier rein. Die AWP jetzt hier bei Hunter. Da kauft man sich jetzt, glaube ich, ein paar SMGs. Eine Rifle ist dabei, eine FAMAS. Und das ist die Runde, wo Alliance alles richtig machen muss. Wenn nicht, ist man in der Echo. Und dann ist hier X-Division mit Mirage richtig gut beglückt. Ja, da könnte man Mirage für sich entscheiden. Und das wird hier für so ein neues Team sehr gut tun. Wie gesagt, 4 Partien gehabt bislang. 3 verloren, eine nur gewonnen. Und da, und der zweite Sieg würde richtig gut tun. Gute Nate, aber wenig Schaden verteilt. Alex, er geht davor, zieht sich zurück.
ganz stark gemacht. In der Zwischenzeit hat man jetzt hier Mitte eingenommen, versucht es einzunehmen. Der Standardaufbau, ja, Alex, er versucht jetzt hier, hat durch den Spawn hier versucht, eine Eröffnung vor dem B-Spot zu finden. Hat nicht geklappt. Skrunk passt hier einfach auf die Pushes auf und Mitte wird einfach mit drei Mann gerade angespielt und das kann man machen. Und das ist eine Map-Kontrolle von X-Division, die gerade sehr gut aufgeht, weil man möchte jetzt hier den Matchpoint bekommen und in der Zwischenzeit pusht auch Palast und genau dafür ist Skrunk zuständig. Hat kurz nach hinten geguckt, keiner da, der Lineup sitzt, der Spray-Control, erste Sahne und jetzt sollte X-Division nicht mehr im Weg stehen, diese 15. Runde für sich zu entscheiden. Es geht Richtung A-Spot, Patrick über Stats, check nochmal alles ab, jetzt ist so Impuls bekannt, der holt zwar hier Skrunk von Palast aus, aber das ist ihm egal und in der Zwischenzeit hat auch Light hier den Verschieber über kurz gefunden und da ist Patrick einfach nur am Up-Aim, dass hier Emi in den Crosshair reinläuft. Aber das wird er, glaube ich, nicht mehr machen. Emi versucht jetzt, wird hier versuchen, seine Waffe zu bekommen. Aber Matchpoint für X-Division. Jawohl, ist das geil hier, ey. Vielleicht heute alle deutschen Teams mit einem Sieg unterwegs. Ich will mich jetzt ja nicht loben, aber ist es so, dass ich hier diesen Glück reinbringe? Natürlich nein. Man ist hier sehr gut unterwegs und man hat seine Hausaufgaben gemacht und sowas wollen wir sehen. So ein CS:GO wollen wir sehen und das werden wir hier weiterhin sehen, Leute. Und die 15. Runde erstmal für X-Division lässt sich erstmal sehr gut tun. Jawohl, Team Alliance erstmal mit einer Eco. Das wird auf jeden Fall ganz ärgerlich sein. Wir gucken auch ganz kurz auf den Money in Management. Jawohl, 2-2 nur. Ja, und Alex R., der Topfrager auf DE, auf Mirage. DE soll man nicht sagen. Und super, ganz stark. Letzte Runde vielleicht, wenn X-Division hier alles richtig macht. Und Light nutzt jetzt erstmal diesen Spawn und versucht hier den ersten Entry in der Mitte zu finden. Sofort mit dem Molotov möchte er hier jetzt Connector abmolien. Und ja, da sieht man, dass man jetzt zu viert diesmal in Richtung Mitte gegangen ist. Also Skrunk hat jetzt erstmal A fallen gelassen. Keiner vor A. Ganz interessant. Nutzt das jetzt hier vielleicht Valiance für einen Push auf? Ja, da sieht man auch, da hat man zu lange gewartet. Emi mit dem Duell. Erfolgreich. Ah, Alex, er hätte sich hier seinen 26. Frag doch gegönnt. Aber der klappt erstmal nicht. So, viel Zeit eigentlich noch für X-Division. Und da sollte man auch sich jetzt hier natürlich nicht runterziehen lassen, falls die Runde jetzt hier nicht aufgehen sollte. Jetzt hat man wieder einen verloren, aber das ist nicht schlimm. Als T, wie gesagt, hat man wirklich viel Möglichkeiten zu viert auch nochmal die Runde auszuspielen, weil du musst betrachten, als City musst du es immer splitten. Ich sage es immer, ja. Und das ist ja so, dass ich auch selber bei meinem über Twitter und über anderen sozialen Plattformen versuche viele Strats und Smokes und sonstiges an alle beizubringen. Da könnt ihr auch alle gerne vorbeischauen, Leute. Und ich würde mich auch für jeden Support von eurer Art und Weise freuen. Aber jetzt würde sich Hunter vielleicht freuen, diesen Frack hier über Leather Room zu knacken. Und er wartet erstmal ab. Jetzt hat Skrunk hier kurz eingenommen in der Zwischenzeit. Geht man Connector hoch und da ist jetzt Impuls. Er kann nichts mehr machen, aber lädt nie mit der Erfolg. Und da ist auch Hunter über Leather Room mit dem Frack beglückt. Da ist jetzt Patrick. Boah, was für ein Movement von ihm. Aber in der Zwischenzeit kommt auch Eno von der Rampe. Und das ist so ärgerlich. Die Bombe ist erstmal drauf. Patrick mit 39 HP. 3 gegen 1 Situation. The Lions hofft nochmal vom Overtime hier. Oh, das wird vielleicht der zweite Overtime heute, Leute. Ist das geil. Ehrlich. The Lions kauft jetzt hier rein. Und ich denke, oh nee, diesmal nicht. Also ich habe mir gedacht, ehrlich gesagt, weil bislang hier hat das ja so gut geklappt, dass man hier den A-Spot angespielt hat. Und Impuls, jawohl, sehr wichtige Position. Ja, dass man, wenn man hier einen Spawn hat, dass man aggressiv mit der AWP Palast anzieht, ist wichtig. Aber in der Zwischenzeit hat man auch hier einen in der Mitte gefunden. 4 gegen 4 Situation und das ist ein Nachteil für Team Valiance gerade. So. Jetzt bereitet man sich hier mit den Smokes auf den B-Execute vor, was bislang X-Division nicht gemacht hat in der zweiten Hälfte. Also wieso jetzt der B-Execute? Ich verstehe es nicht. Und Hunter steht ganz close bereit. Man muss jetzt da, man zieht ihn ab. Aber Hunter! Leg mich am Arsch! Was für Spray Control, Mann! Instant zwei Gesichter von ihnen und Zeiken mit dem Reflect. Man denkt jetzt, dass da keiner mehr vor B ist, aber es geht hier Richtung B-Spot. Eno lässt ihn einfach durchlaufen und hat die Information auch, dass Zeiken hier im Apps ist und der spielt das so gut herunter, was
er da macht jetzt gerade. Und Alex, ja, es wäre so wichtig, wenn er da weiter rumziehen würde. Saiken kommt jetzt auch und jetzt muss Eno reagieren und Eno reagiert auch. Er knifet ihn nicht. Vielleicht hätte ich ihn genifed gehabt. Matchpoint gibt's hier nicht mehr für beide Teams. Overtime, sondern ganz geil. Ja, Matchpoint hier von X-Division nicht ausgenutzt und die erste Overtime wieder auf Mirage soll's sein. So, ich glaube mal, es wird Patrick ausgesprochen. Wobei ich auch Patrick sagen würde. Aber Patrick, ja, kann auch sein. So. Die Teams lassen sich ein bisschen Zeit. Ja, also mit den Namen habe ich keine Schwierigkeiten. Ich denke, die Namen sage ich auch richtig. Und das war auch ein Spray Control. Wenn das mal geline-up war, er hat ja diesen Line-up halt sozusagen mit einem Spray angesetzt. Ja, da sind schon 5 bis 6 Schüsse abgegangen, aber da hat den Line-up bekommen, genau. Aber wenn er das durch einen Schuss den Line-up bekommen hätte, dann wäre es ein One-Tap, genau. Aber das war ein Line-up mit einem Spray-Control, weil er darauf einfach hingehalten hat. Und ja, guter Frag von Hunter. Aber kann man sagen, alles gut. Match geht weiter. Die erste Overtime. Die erste Runde für X-Division, aber ich habe mir das schon erahnt gehabt. Also, wie gesagt, die ganze Zeit hat man hier den B-Spot nie angespielt, nur den A-Spot. Und dann geht es hier auch Richtung B. Und das hat einfach nichts gebracht. Alex, ja, schöner Tap da an Impuls. Und jetzt hat man hier den Entry. In der Zwischenzeit hat man die Information, dass noch einer kurz da ist. Aber Alex, ja, was für ein Spray. Da jetzt an Eno wieder und es geht hier jetzt wieder Connector hoch. Und da ist auch Hunter über kurz. Er reagiert jetzt aggressiv. Light hat die Bombe. Muss jetzt die Bombe nehmen und über T-Spawn Richtung A gehen. Aber lädt ihn mit dem 2K und Alex R mit seinem dritten jetzt in dieser Runde. Und mit seinem vierten in dieser Runde. Und jetzt ist es nur noch so, dass Alex hier vielleicht darauf hofft, dass eben in seinem Schussfeld reinläuft. Damit er seinen Ace hier holt. Ja, 3 gegen 1 Situation. X-Division macht hier seine 16. Runde. Nice. 16 zu 15 für X-Division. Und so kann es weitergehen auf jeden Fall. Ja, es ist so, dass die beiden Partien hier, Etex und hier X-Division, richtig anstrengend waren. Bei so einem Wetter, 31 Grad, Leute. Und mal gucken, ob X-Division jetzt hier in der ersten Overtime wirklich alles richtig machen kann. Na, gute Smoke hier von Eno. Und Saiken schießt da jetzt einfach vom Palast raus. Findet den nächsten Frag. In der Zwischenzeit hat Alex auch hier den Close-Rampenspieler. Lädt ihn aus der Partie. Und Impuls nur mit einem. Muss sich zurückziehen. Wird hier aber vom Patrick gefangen. Und ja, der Spot ist frei. Guter Go von, boah, Light. Was für ein Flick. Der Plant geht durch hier. 17. Runde wird es für X-Division auf jeden Fall sein. Hunter kann da nichts mehr ausrichten. Ja, hat zwar Utility, aber versucht jetzt hier die Waffe zu safen. Geht auch zurück Richtung Underground. Und so kann es weitergehen. 17. Runde für X-Division. Kann man jetzt hier auch die 18. Runde für sich schaffen, für sich holen? Ich bin mal gespannt. Wobei, wir haben es jetzt wieder bemerkt, wieder hat es mit dem A-Execute geklappt. Light kann hier, ja, den Safe nicht behindern. Aber doch, einer, nein, Hunter wieder erfolgreich. Da ging Patrick. Und jetzt heißt es, die letzte Runde in der ersten Hälfte auf jeden Fall zwischen The Lions und X-Division, Leute. Auf geht's hier, kann man jetzt hier diese Runde nochmal für sich entscheiden.
oder kann Nummer 1 ein Zeichen setzen. Es sieht danach aus, dass man sich jetzt wieder hier Richtung B orientiert. Also, wieso wieder B-Spot? Wobei nur einer jetzt hier vor B ist und das ist Amy. Und der Molotow kommt und jetzt geht man ganz schnell Richtung B-Spot. Amy ist jetzt komplett blind, da kann der nicht mehr reagieren. In den Molotow geht es auch nicht mehr rein. Amy verbrennt hier. Light Hunter findet einen. Amy mit dem zweiten. Die Bombe ist jetzt down, aber Alexia ist schon auf dem Spot. Die Flash kommt, aber Alexia kann da nicht mehr reagieren. Nur noch Skrunk, der von hinten kommt. Aber 3 gegen 1 Situation wird für ihn schwierig sein, aber er holt den nächsten. Und jetzt ist es ganz möglich, dass man hier diese 2 gegen 1 Situation für sich entscheiden kann. Skrunk macht ihn und nur noch 15 HP bei Eno. Macht ihr diesen Frick? Oder ist das hier die Runde von Skrunk? Ich weiß es nicht. Neno zieht sich langsam zurück hier. Und das macht hier Skrunk ganz gut. Also Neno denkt hier, dass er vielleicht Richtung kurz weggegangen ist. Aber Skrunk wartet einfach ab. Viel Zeit noch für ihn. Die 18. Runde würde für X-Division richtig gut tun. Und jetzt ist es so, dass man sich jetzt hier viel Zeit lässt, ja. Skrunk geht aber langsam Richtung A-Spot und da ist schon Eno bereit über City Base. Und der plant. Unlucky, ja. Starke Position von Eno, aber wieso hat sich auch Skrunk diesen langen Weg genutzt, das wird man sich fragen, aber unlucky, auf jeden Fall. Ja, 17 Runden, beziehungsweise 2 Runden in der ersten Overtime für sich geholt. Das reicht vollkommen aus in der T-Hälfte. Wenn man jetzt hier alles richtig macht, dann wäre es, ja, der erste Sieg hier, glaube ich, für X-Division in der Isaiah Mountain Dew League. Mal sehen. Also heute gibt es ja nur Overtimes, ne? Also Alternate Attacks gegen, oh, ich habe sogar den Namen vergessen, weil gegen wem hat Attacks gespielt nochmal? Ja, gegen King Green. Das war auf jeden Fall eine spannende Partie. Und jetzt möchte hier auch, ja, Team Valiance hat auch gegen Sprout heute verloren. Es wäre ganz gut, wenn man einen Sieg heute mindestens mitnehmen könnte. Aber das ist halt so ärgerlich auch für das serbische Team, dass man jetzt hier zweimal vielleicht gegen deutsche Teams verliert. Ja, Sprout hat gewonnen auf die E-Nuke. Und das war 16-9, wenn ich mich nicht täusche, jawohl. Aber es geht los hier mit dem zweiten Overtime, Leute. Mal gucken, was jetzt hier Team Valiance in der ersten Runde vorhat hier. Was für ein Go man sich vorstellt. So, auf geht's. Ab geht's jetzt hier, Leute, in die zweite Overtime. Wir gucken mal ganz kurz auf den Scoreboard. 33 Frags bei Alex. Er ist immer noch der Top-Fragger auf Mirage und Light. Jawohl, oh, der Anhit, nur 3 HP bei Litney. Der kann sich jetzt hier erstmal richtig glücklich schätzen und zurückziehen. Und Patrick bereitet schon mal seine Flash vor, aber nicht mehr. Da hat man schon B-Apps auch eingenommen. So, in der Zwischenzeit ist es so, dass jetzt hier der Nächste einen AWP-Anhit abbekommen hat bei Team Valiance. Impuls mit 21 HP übrig bei ihm. Und ja, das sieht so aus, dass Team Valiance jetzt hier erstmal gar nicht so weiß, was man vorhat. Er mal versucht hier die Mitte anzuspielen. Hunter geht jetzt wieder über Underground zurück. Und das soll jetzt hier der A-Execute werden. Und man steht hier ganz close bereit hier bei X-Division. Und das ist ganz gut, ja. Jetzt sollte hier Saiken auf jeden Fall ein Frag aufs sein Konto gut schreiben können, zieht sich nochmal zurück ohne ein Step, das ist schon mal gut. Amy bereitet sich schon mal vor und das wird jetzt hier langsam der Execute von Team Valiance. Die Flash ist saugut, Light mit dem Refrick, aber sofort über City Base, aber Impuls hat die Information, kann den Frick machen und jetzt ist der A-Spot komplett offen, nur einer versteckt sich da komplett und das ist Skrunk. Skrunk mit dem ersten und er weiß auch, dass einer im Palast ist. Skrunk hat nur noch eine Flash und Patrick mit Mission Utility noch für den Retake bereit. Aber Hunter macht hier den Backstabber und holt hier auch Alexia aus der Partie, der über B rotieren wollte. Die Smoke Richtung Rampe, jetzt muss man etwas hier bei X-Division machen. Den Diffuse möchte man jetzt hier ansetzen, aber jetzt kann man hier die Bombe nicht mehr abdecken. Hunter von hinten, richtig gute Backstab-Rolle, 17-17. Boah, kann man jetzt hier vielleicht bei Team Valiance auf der T-Side aufdrehen? Wir dürfen nicht vergessen, wo wir reingeschaltet haben, stand es 4-3. Erstmal
5:4 für Team Valiance und dann hat man 3 bis 4 Runden wieder geholt gehabt. Und die T-Hälfte könnte vielleicht doch gut gespielt werden. Ja, auf jeden Fall, ich lasse mich überraschen. Und in der Zwischenzeit nimmt man hier die Mitte ein. So, man versucht jetzt hier, beziehungsweise, nein, boah, durch die Wand! Litney! Der hat doch keinen Bock mehr! Und da kommt aber Hunter, der Boost ist schon mal gut. Und der nächste Frag jetzt auch von Hunter und Team Valiance, obwohl man jetzt hier den First Kill abgegeben hat, ja, hat man bislang alles richtig gemacht. 55 Sekunden zu spielen, Team Valiance rotiert sich langsam hier Richtung B. Ja, da sieht man auch, dass man jetzt hier Richtung B geht. Alex R. ist jetzt da, der wird da jetzt reagieren. Der erste Frag und der zweite Frag, das ist zu einfach für Alex R. Und Impuls mit der AWP kann nicht reagieren, läuft ins Crosshair rein, aber nein, er gewinnt das Duell hier. Hunter über Window und man weiß auch jetzt, wo Skrunk sich befindet. Da ist die Flash ist ganz gut. Hunter zieht komplett rum und Impuls klaut ihm vorerst den Frag hier weg. 18. Runde für Team Valiance. Ist das jetzt hier die letzte Runde oder kann nochmal X-Division hier zurückkommen? Money Management ist da. Man kauft hier jetzt die AWPs rein. Vielleicht 2 oder 1, ich weiß es nicht. Einen hat man bei Alex R. Und Team Valiance weiter mit einer AWP unterwegs. So, was macht man jetzt hier? Bei Team Valiance wieder erstmal der Aufbau. Und Litney hat erstmal die Mittelkontrolle für sich entscheiden können. Und da ist jetzt ganz, ganz wichtig, wie X-Division in diese Duelle reingeht. Ja, man möchte jetzt hier nichts überstürzen und Team Valiance einfach arbeiten lassen. Sie versuchen auch hier langsam sich, glaube ich, gegen Richtung A-Spot zu bewegen. Und Skrunk mit dem Push erfolgreich. Ja, ist der First Kill. Und wir dürfen aber nicht vergessen, das war in der vorherigen Runde auch der Fall, dass Light hier Litney aus der Partie genommen hatte. Und was hat man jetzt hier vor? Dass Hunter einfach in der Mitte so leicht arbeiten kann, ist ein bisschen leicht. Und da ist Impuls, wieder wichtiger Frag. Und der A-Spot ist wieder komplett frei. Man weiß jetzt, dass Skrunk sich im Palast befindet und bislang ist keiner hier auf den A-Spot. Die Rotation kommt, aber ein bisschen zu spät. Und jetzt lässt sich hier aber auch gerade Team Valiance viel Zeit, dass man hier auf den Spot drauf geht. Ja, Zeiken ist da, die City Smoke ist nicht da. Das ist sau schlecht gespielt gerade von Team Valiance in dieser Situation. Und man versucht sich hier jetzt mit den Flashes voranzuarbeiten. Emi ist jetzt auch bekannt. Zeiken, ja, mit dem nächsten Frag ganz stark hier von ihnen. Was für ein Spray Control. Ich denke, wir gehen in die nächste Overtime. Jawohl, Alex, er kommt auch von hinten. Und nur noch Impuls mit der AWP. Wird schwierig sein für ihn, diese Partie noch, diese Runde noch zu holen. Nächste Overtime. So. Ich glaube mal, das dauert noch, bis beide Teams ready sind hier, dass man anfangen kann. Ich habe ehrlich gesagt, das war so krass, also so viel geschwitzt habe ich noch nie, wegen dem Wetter auch und dann der Cast, die 2 Overtimes jetzt hier und das gleiche ist wie auch bei Alternate Attacks passiert, man ist in den 2. Overtime gegangen und
Ja. Ja, ich hoffe, man fängt auch jetzt hier langsam an. Also, das hat sich alles mit der Zeit jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Aber das passiert einfach mal. Und ja, wir können jetzt hier weiter CSGO sehen, Leute. Was hat jetzt hier Team Valiance auf der T-Side vor? Also, guter Retake eigentlich von X-Division. Aber ich finde es einfach, das war so schlecht gespielt in der letzten Runde der ersten Overtime von Team Valiance, dass man da auf den A-Spot geht, aber keine City Smoke hat, ohne eine Flash vorgeht. Das war dann einfach zu einfach für X-Division. Und Light jetzt hier wieder über die Mitte. Skrunk hat schon mal Rampe ausgeschlossen. Ja, da ist bald die Information da, dass hier keiner mehr vor A ist. In der Zwischenzeit baut man hier auch langsam Richtung B-Spot auf bei Team Valiance. So, Patrick mit Alexia im Crossfire hier. Alexia hat die Information und smoked erstmal ab. Und Team Valiance lässt sich da viel Zeit. Und Eno soll hier jetzt hier das alles faken. Aber das reicht nicht aus, weil man ganz close bereit steht. Und jetzt muss man natürlich hier vor B reagieren. Und das macht ja auch Team Valiance. Und ja, Alexia, das wäre wichtig, wenn er wenigstens einen Frag holen könnte. Patrick ist da, Light ist auch da. Aber Lightning mit dem Refrag sofort. Light mit dem Flick ins Gesicht von Hunter. Jawohl, 2 gegen 2 Situation. Und er weiß so, dass dich einer hinterm K befindet. Holt jetzt hier erstmal viel Zeit raus. 40 Sekunden noch für Team Valiance. Die Bombe ist eigentlich gut down. Dass man die pieken kann. Und über Underground soll es vielleicht sein. Nein, Skrunk kommt jetzt auch über Window. Ah, da kriegt Saiken eine miese Schelle ab. Boah, und Light hat ihn jetzt nicht gesehen. Aber Light mit dem No-Scope. Und jetzt ist auch hier Letny bekannt. Vom K aus, da rollt der Spray von Skrunk. Der geht nicht komplett durch, 27 HP hier bei Letny. Und 10 Sekunden noch so gefühlt zu spielen. Und wenn man sich jetzt hier nicht blicken lässt bei X-Division, wird das die Runde sein. Letny pusht nochmal vor. Letny hat hier den Frag für sich entscheiden können. Die Bombe auch, aber der Plant, der geht nicht durch. Unlucky, dass er sich hier für die AWP entschieden hat. Aber er hat gedacht, dass Skrunk hier close stehen kann. Holt ihn nochmal aus der Partie. Und die 19. Runde für X-Division, ja. Jeder hatte was vom Kuchen. Und diesmal möchte Team Valiance etwas schnell spielen. Patrick mit dem Molotov, mit dem ersten Frag. Ja, er will jetzt mehr da haben. Und Light ist auch zur Stelle. Light verschießt da einmal nur einen Unhit hier an Emi. Aber jetzt ist Hunter da, wichtiger Frag. Und Patrick darf sich jetzt auf jeden Fall nicht zeigen. Light zieht nochmal rum, wichtiger Frag. Jetzt ist X-Division hier aufgewacht. Jetzt macht man hier langsam den Deckel drauf. Und das ist ja auch mal, ja, wichtig, Zeit. Da ist auch die Zeit gekommen, finde ich, ja. Impuls wieder mit einem Cyclen. Boah, was für ein Gefecht da jetzt auf dem B-Spot. Da zieht sich jetzt hier Skrunk zurück. Lässt sich jetzt hier von Impuls, ja, etwas anderes denken. Boah, er weiß jetzt auch nicht ganz genau, was er machen soll. Das war jetzt hier ganz ärgerlich hier auch für X-Division. Das hat man gut gehandelt. Die Frags gut gemacht. Eigentlich starke Partie von Patrick da. Ja, Patrick. Und jetzt ist Impuls, der hier, oh mein Gott, ist das ein Play. Impuls geht hier in den Kitchen rein und Skrunk geht hier vom Kitchen raus. Und jetzt muss Skrunk hier alles abchecken. Er hat nur eine Flash, geht hier auch Richtung Spot. Und Impuls verschießt da einmal. Skrunk fake nochmal an, holt die Impuls aus der Partie. Die Zeit, die wird auf jeden Fall ausreichen. 20. Runde für X-Division. Nice! Ja, also an alle auch, die vielleicht
jetzt hier nicht die Erfahrung mit ESEA haben. Also man spielt immer ein Best of One, Leute, in der Mountain Dew League. Und das ist auch hier die einzige Map, die heute hier gespielt wird. Und auch die letzte. Und vielleicht holt jetzt hier auch X-Division die letzte Runde der ersten, der zweiten Overtime. Das wäre ganz wichtig, dass man das hier auch macht. Und Skrunk wieder ganz close hier an der Rampe. Und ja, der Standard-Aufbau, Emi über Underground wieder. Window wird jetzt hier erstmal abgesmoked. Skrunk steht ganz close bereit. Das wäre so wichtig für X-Division jetzt hier, diese Runde nochmal für sich zu entscheiden. Und was hat man jetzt hier vor? Boah, starker Frag von Skrunk. Der pusht da weiter vor. Hunter mit dem Refrag sofort. Und jetzt ist hier kein Vorteil für beide Teams. Eher für die T-Side. Und Valiant kommt hier jetzt vor. Emo, wichtiger Frag. Boah, der zweite nicht. Hin und her geht's gerade. Cycle mit dem Refrag und der die Flash ist gut. Aber Letny gewinnt das Duell hier. Und jetzt überlegt man sich hier doch auf den B-Spot zu gehen. Jawohl, weil Letny hier den B-Spot eingenommen hat. Ja, zu einfach verteidigt jetzt hier von X-Division. Ja, jetzt checkt man natürlich hier alles ab. Letny hat die Information. Patrick kriegt da sogar einen Flash ab. Kann da nicht mehr reagieren. Aber Saiken, er ist heute gut unterwegs. Könnte hier diesen Clutch auch meistern, wenn er Lust hat. Aber Letny bekommt da wieder eine Sahneflash. Und das ist die 19. Runde für Team Valiant. 20-19 heißt es. Und wir gehen gleich in die zweite Hälfte. Wenn es auch sofort stattfinden wieder. Ja, also ich bin einerseits jetzt hier auch wirklich erschöpft geworden, Leute. Ja, von den ganzen Casts hier. Ich hätte eigentlich heute um 21:30 Uhr so aufgehört. Und ja, ich finde, den Attack-Spiel war einfach anstrengend. Und das ist auch so, die Hitze zieht einen sehr runter, dass man so, ja, dass der Brain einfach mal ab und zu off geht. Wirklich. Und ja, mein Arsch und der Sitz, die sind eins geworden. Auf jeden Fall erstmal duschen nach der Runde, Leute, ne? Ja, das ist jetzt hier für X-Division eine Möglichkeit, mit dieser einen Runde Vorsprung hier den Deckel drauf zu machen. Ja, ja, wir sind den Deckel draufzulegen hier für diese Partie. Jetzt ist man wieder bereit. Und ihr im Chat hoffentlich auch, Leute. Es könnten die letzten Runden sein hier. Und mal gucken, was man jetzt hier sich vorgestellt hat bei X-Division in dieser ersten, ja, T-Side-Go jetzt hier, der zweiten Overtime. Man hat bislang hier den A-Spot öfters angespielt und das hat geklappt. Und jetzt bewegt man sich hier Richtung B. Wobei vier Mann A und Light wieder aggressiv. Und Emi hat die Information, er nadet erstmal hier Light ab, 1 HP. Und Saiken findet in der Zwischenzeit in der Mitte ein. Aber Impuls, was für ein Refrag von ihm, dass er da rumzieht. Und jetzt geht's hier Richtung B-Spot. Und Light muss jetzt hier auch mal sich mal langsam bewegen. Emi findet da einen beim Gehen, beziehungsweise beim Laufen. Hat der Patrick aus der Partie geholt hier. Und der Plant von Alexia geht durch. Ich hoffe, ja, ich denke nicht, dass man ihn gesehen hat. Jawohl. Ja, Alexia, wichtiger Frag. Und Light kann nochmal einen Frag für sich entscheiden. Und das ist jetzt eine gute Ausgangssituation für X-Division. Light guckt weiterhin in die Smoke rein. Und da kommt auch Letny. Aber keine Chance. Sehr guter Go hier von X-Division. 21-19. Kann man jetzt hier den einfach die Sache hier beenden. Und vielleicht kann aber Team Valiant auch wieder zurückkommen. Ja, man hätte diesen Sieg auf jeden Fall auch von Team Valiant Seite verdient. Wobei beide Teams haben es verdient. Beide Teams spielen sehr gut, sehr konstant. Man macht ein bisschen leichtlinige Fehler, die Runden entscheiden, aber einer muss ja Fehler machen. Ja? Jetzt soll es hier mit dem A execute sein. Boah. Hunter, eine gute Position. Was für Spray Control. Patrick mit dem Refrag jetzt sofort. Jetzt musste aber auch Skrunk reagieren, aber der war abgemolliert. Kriegt zwar hier den Frag, aber ich fand den A-Execute überhaupt nicht gut jetzt von X-Division. Also ganz einfach, dass man da einfach so reingelaufen ist mit Glück. Und man versucht hat hier diese Runde für sich zu entscheiden. Und wird es hier jetzt auch der Fall sein, dass es hier 22-20 ausgeht, wie zwischen Alternate Attacks und Team King Green? Ich weiß es nicht.
Aber jetzt sollte X-Division auf jeden Fall diese Runde wirklich ganz gut spielen, ja. Eno mit der AWP hat jetzt keine Informationen, aber Hunter pusht jetzt wieder vor Cycle mit dem Reflect. Das ist jetzt wichtig. Jetzt darf man diesen Vorteil jetzt nicht hier geben bei X-Division. Jetzt sollte man einen gemeinsamen A oder B Execute auf jeden Fall hier ausspielen, ja. Das ist ganz wichtig. Weil der Vorteil, mit 4 Mann auf den Spot zu gehen, ist gut. Aber Alex, er macht etwas alleine vor dem B-Spot und fällt hier auch. Und ich denke, wir werden in die dritte Overtime gehen. Ja. Skrunk hat sich hier die AWP gepiekt. Hat man bislang nie gesehen, dass der die AWP gespielt hat. Aber er hofft sich da was. Und was hat man jetzt hier vor? In der Zwischenzeit boostet man sich hier in den Window rein. Cycon, ja, soll jetzt hier über Window arbeiten. Und es wäre wichtig, wenn er jetzt hier mindestens ein Frag holt. Und Lightning ist auch hier ganz close an der Rampe. Man kann bislang keine Informationen sammeln und 40 Sekunden zu spielen für East X Division. Und man geht hier langsam auf den A-Spot. Und Letney wird auf jeden Fall hier ein Störfaktor sein, wenn Cycon hier nicht reagiert. Aber Cycon kann hier nicht reagieren. Er wartet hier einfach auf die Rotation ab. Und Letney, ja, der wird jetzt hier den ersten Frag bekommen. Nein, Letney verschießt da einfach. Die AWP von Skrunk gewinnt das Duell. Der Molotov, so close. Aber der Molotov holt jetzt hier viel Zeit raus. Oh mein Gott, was wird man jetzt hier machen? Ja, Patrick kommt jetzt hier rausgeschossen mit der Molotov. Und da ist auch Emi, der zieht rum. Und was macht denn Cycon da? Der wechselt seine Position. Patrick hat zwar hier diesen Frag holen können, aber Impuls zieht da rum und macht hier keine Chance. Dritte Overtime. Hammer. Ehrlich. Hammer, Hammer. So, sofort soll es hier weitergehen. Und ja, ich finde das einfach so leichtsinnig gespielt hier, auch von beiden Teams. Auch Team Valiance konnte in den zweiten Overtimes schon hier den Deckel drauf machen, aber ja, das hat man jetzt hier nicht gemacht. X-Division auch so. Das ist ein einfacher A-Execute sozusagen. Und da fällt man auch einzeln, dass das Cycon seine Position wechselt. Ist ein bisschen unlucky. Aber jetzt vielleicht hier. Weil man hat hier den Vorsprung bekommen. Starker Frag von Neno hier. So, jetzt ist man hier in Unterzahlsituation bei X-Division. Viel Zeit noch zu spielen. Da kommt der Boost jetzt. Ja, Light hat das erahnt. Wichtiger Frag hier wieder ausgeglichen. Da ist Letney ganz close an der Rampe wieder bereit. Versucht sich da an der Smoke zu bewegen. Die Smoke fadet auch im richtigen Moment. Dass es für Letney einfach ein leichtes Spiel gibt. Und wenn jetzt die X-Division Vision weiterhin so locker lässt, wird das hier nicht mehr gut klappen. Ich denke, wobei, wo wir auch reingeschaltet haben, beziehungsweise wo X-Division die zweite Hälfte auf der T-Side gespielt hat, waren da schnelle Executes vorhanden und die haben einfach die Runden gebracht. Und bislang nimmt man die sichere Variante, dass man hier erstmal mit einem Standardaufbau vorgeht. Aber das bringt einfach nichts und das ist dann ein bisschen zu einfach. Boah, leid, dass er da noch zurückguckt, ist einfach krass. Aber 25 Sekunden der Plant sollte jetzt einerseits doch gelegt werden. Light geht ein Tick weiter vor. Was der gerade macht, das könnte nochmal die Runde für X-Division werden, weil Alex er hier auch jetzt hier Richtung Apps anzieht, den ersten Frag vom Kitchen holt, aber da ist doch Light und er weiß doch, dass jetzt gerade Hunter im Apps ist, aber Hunter hat keine AWP, sondern die Rifle und macht hier die 22. Runde. Sehr gut, ja. Nächste Runde. Die dritte Overtime, liebe Zuschauer. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Auf jeden Fall richtig krass. Ja, und
Ich finde, X-Division tut sich gerade sehr schwer auf der T-Side. Wieder versucht man hier die Mitte anzuspielen. Letney wieder ganz close hier an der Smoke. Ja, er gibt hier die Rampe-Kontrolle nicht ab. Und das ist auch ganz wichtig. Was hat man jetzt hier vor? Scrunk über Palast, das wird ein A-Execute. Letney steht wieder da bereit. Der Line-Up sitzt so gut, dass er da zwei rausholen kann. Ist ausreichend genug, auch viel Schaden verteilt. 11 HP nur noch bei Alex R. Na, jetzt ist auch da Scrunk bekannt. Er muss jetzt da irgendwas machen. Kann nicht reagieren. Light läuft in das Crosshair fort und eben rein. Ja, und da ist der B-Spell. A-Spot zwar eingenommen worden, aber sehr schwierig. Nur noch mit 4 HP Alex R übrig. Der kann auch nichts mehr machen. 23. Runde. Und ich denke auch, dass Team Valiant jetzt hier endlich mal ernst machen wird. Und hier auch die 24. Runde für sich entscheiden wird. Die X-Division lässt sich da gerade viel Zeit, ja. Und das ist auch ein Fehler. Ich sag ja, vielleicht mal einen schnellen Go spielen. Das würde richtig gut tun. 45 Frags bei Hunter. Boah, Eno mit der Hit nur. An Light. Der Molotov ist zwar gut. Light konnte sich nochmal befreien. Und Alex, er kommt jetzt über Underground geschossen. Jetzt hier müsste X-Division wirklich diese Runde für sich entscheiden. Gute Kurz-Smoke hier. Und Light geht hier langsam vor. Hat auch die AWP. Und der erste Frag von Hunter hier. Über Kurz aggressiv gepusht. Und Team Ball 1. Ja, holt hier langsam hier die Brechstange raus. Man spielt das hier ganz sicher. Und X-Division lässt sich wieder viel, viel Zeit. Und das ist so eine Sache, dass Team Valiant sehr, sehr stärkt. Und falls man jetzt hier die 24. Runde machen sollte, kann man einen guten Execute sofort spielen und einfach diese Partie für sich entscheiden. 4 gegen 3 Situation, 55 Sekunden noch für X-Division. Da kommt der Boost, aber ja, Neno steht ganz gut bereit. Ich weiß nicht, Neno oder Eno, aber das steht einfach, ich sag mal Neno, ja. Neno steht ganz gut bereit, zieht sich nochmal zurück, holt nicht den Frag gegen Alex, ja. Ah, das hat ihn selber geärgert, dass er sofort rumzieht und versucht hier den Frag für sich zu entscheiden und lädt ihn wieder ganz aggressiv am Palast. Ah, da smoked man Palast ab, ganz stark von X-Division, dass man das erahnt hat. Jetzt kommt hier Scrunk raus, mollet hier nochmal Ninja ab. Aber der Plant, der geht nicht durch. Ganz stark von Impuls. Holt da Patrick aus der Partie raus. Jetzt kann Letney auch nochmal zugreifen. Macht es aus. Scrunk ist bekannt. 15 Sekunden nur noch. Und es wird sehr schwierig sein, für ihn diese Bombe zu legen. Schafft es auch nicht mehr, glaube ich. Ja, weil Neno den Deckel drauflegt. 24 zu 21. Drei Folgerunden für Team Valiant. Und jetzt ist hier diese Runde richtig wichtig. So, ich hoffe, es geht jetzt los und bin mal gespannt, was Team Valiant jetzt hier für ein Strat geplant hat oder und ob X-Division wieder zurückkommt. Ich denke nicht, dass Team Valiant jetzt sofort in dieser Runde, sag ich mal, die Partie für sich entscheiden wird. Da wird nochmal X-Division ein Zeichen setzen und dann könnte es vielleicht sein, dass man nach der Runde hier Mirage für sich entscheiden kann. Aber es sollte jetzt hier auch mal langsam losgehen. Ja, das verstehe ich öfterem nicht, wieso man so viel Zeit sich lässt. Weil da wird man doch kalt, oder? Als Spieler schon. Ja, ich bin in Deutschland geboren. Wieso?
So. Weiter geht's. Und ja, dass ich jetzt zum Schluss so nicht die Performance reinbringen kann von Carsten, ist auch selbstverständlich. Ich bin bisschen kaputt in der Hinsicht. Ja, auf jeden Fall. Und Team Alliance baut jetzt hier langsam erstmal Richtung A-Spot auf. Zu viert. Neno versucht da etwas zu machen. Der Frag von Amy. Alexer mit einem Molotov erfolgreich. Da ist aber Hunter. Ganz starker Frag. Mollet jetzt nochmal Connector ab. Da kann jetzt Light gar nicht mehr zugreifen. Aber er pusht einfach durch den Molotov. Gute Entscheidung. Der Plant. Der geht hier erstmal durch. Und Light findet trotz all dem aber einen. Amy einfach durch die Smoke. Holt er hier Light aus der Partie. Ich glaube mal, das war's. Team Alliance sollte jetzt hier wirklich keinen Fehler mehr machen. Und ja, Hunter kann hier nochmal Alexei aus der Partie holen. Und das wird auf jeden Fall die Runde für Team Alliance sein. Wenn jetzt hier Impuls im richtigen Moment rauszieht. Patrick holt ihn noch. Und der Defuse geht an X-Division. Das gibt's doch nicht. Leichtsinnig verteidigt hier von Team Alliance. Und also das, was du da sagst, ist mir egal. Weißt du, so diese ganze Meckerei die ganze Zeit von euch im Stream ist echt Hammer, Leute, auf jeden Fall. Aber ich guck mir das gar nicht an. Und jetzt ist es für Alliance wichtig, diese Partie auf jeden Fall für sich zu entscheiden. Man hat gegen Sprout schon verloren. Und mindestens eine Partie heute würde man sich doch wünschen zu gewinnen. Und Impuls wieder mit der Eröffnung hier. VB diesmal an Alex R. Und was hat man jetzt hier vor? 1:15 zu spielen für Team Alliance. Man baut sich auch langsam hier Richtung A-Spot auf. Da steht auch Skrunk ganz close an der Rampe. Und boah, schöner Frag von Hunter. Amy macht auch noch einen. Cycle ist jetzt bekannt. Kann wenigstens einen aus der Partie holen. Aber der A-Spot ist komplett offen. Der flecht sich wieder rein. Aber hat selber was von der Flash abbekommen. Cycle kann da nicht mehr reagieren. Und ich glaube, das war's jetzt. Wenn Team Alliance, das ist zum Beispiel leichtsinnig, dass Lady davor geht, aber glücklich, dass er diesen Frag für sich entscheiden kann. Und GG Vault Play an. Ja, Team Alliance, unlucky, dass man am Ende hier die Partie nicht für sich entscheiden konnte. Bei X Division, da hat man wirklich ein bisschen leichtsinnig gespielt, Leute. Und ich will auch nicht lange reden, auf jeden Fall. Und für die Fragen, ob ich Albaner bin, nein, ich bin Türke, Leute. Und ja, für die ganzen so